Hallo und herzlich willkommen zu Kochen mit Kingsland. Heute hausgemachte Kroketten mit Cordon Bleu Rolle und Gorgonzola Sauce. Braucht ihr alles noch für eure Vorbereitungen? Bei jeder Vorbereitung gut die Hände waschen. Zuerst mache ich meine Schnitzel. Legt euer Schnitzel aufs Brett. Legt eine Scheibe Käse drauf, eine Scheibe von eurem Schinken, dann rollt ihr das einfach zusammen. Dann werden sie paniert. Erst in Mehl, dann in Ei, dann in Semmelgröße. Sahen sie dann aus, machte ich selbstgemachte Kroketten aus Kartoffelteig. Dann werden eure Kroketten paniert. Sahen dann die selbstgemachten Kroketten aus. Dann machen wir noch unsere Gorgonzola-Sauce. Schmeißt euer Herd für eure Sauce an. Macht ihr euer Gorgonzola in eure Sahne. Dann wird das Ganze noch verrührt. Dann habe ich noch frischer Petersilie. Schmeißt die Herdplatte für eure Pfanne an. Schiebt eure Pfanne auf die Herdplatte. Wart bis das Fett heiß ist. Legt eure Schnitzel rein und lasst sie gut anbraten. Eure Kroketten in die Fritteuse. Schnitzel sehen auch soweit gut aus. Noch eine Prise Salz an eure Kroketten. Hier habt ihr das Rezept. Frisch und lecker. Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.